die Dunya, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ad-dunya sijnul mu'min. Die Dunya ist das Gefängnis von einem jeden Gläubigen. Wa jannatul kafir, und es ist das Paradies von einem jeden Kafir. Warum ist die Dunya das Gefängnis von einem Gläubigen? Weil er ist eingeschränkt. Er kann nicht tun, was er will. Einer, der im Gefängnis sitzt, kann er zu jeder Zeit essen? Ja oder nein? Einer, der im Gefängnis ist, kann er zu jeder Zeit zu seiner Frau gehen? Nein. Kann er sich ärztlich behandeln lassen? Nein. Er muss nach den Richtlinien leben, die ihm vorgegeben wurden. Tayyib. Aber wenn dich jemand hier einsperrt in dieser Dunya, dann macht er das aus zwei Gründen. Entweder er bestraft dich oder er rächt sich an dir. Allah sperrt dich ein in dieser Dunya, damit er dich reinhält. Damit er dich reinhält. Und Allah sperrt dich ein in dieser Dunya wie ein Gefängnis, damit er subhanahu wa ta'ala dich von den schlechten Dingen wegbringt. Das ist der Unterschied zwischen einem, der dich einsperrt, um sich an dich zu rächen oder um dich zu bestrafen, und Allah subhanahu wa ta'ala, der dich nur einsperrt, damit du nicht die Grenzen überschreitest. Ja, Ikhwa, haben wir nicht gesehen, dass Leute, die sich auch bei Themen wie Intimitäten zwischen Mann und Frau, die Grenzen überschritten haben, bis sie zum Schluss, wal'iyadu billah, mit Tiere Geschlechtsverkehr hatten? In Belgien saß ein Ehepaar im Gefängnis, und als der Gerichtsprozess ihn gemacht wurde, hat man gewusst, was das Thema war. Sie haben, wal'iyadu billah, Intimitäten mit einem Hund gehabt. Wenn Allah uns keine Grenzen aufzeigt, so sind wir Menschen, die Grenzen überschreiten. Und wir haben kein Problem damit. Schaut mal, Allah Azzawajal hat uns in verschiedenen Sachen Grenzen aufgezeigt. Ob es Spaß jetzt, wenn wir Spaß miteinander haben, gibt es Grenzen beim Spaß. Was ist zum Beispiel eine Grenze beim Spaß? Wir müssen aufpassen, dass wir einander nicht verletzen. Barakallahu fik. Denn das ist hier kein Spaß mehr. Und es kann sein, dass einer durchdreht und zum Schluss kommt es zu einer großen, zu einer großen Fitna zwischen beiden. Daher musst du immer wissen, wenn Allah dir Grenzen aufzeigt, dann nur, damit euer zwischenmenschliches Leben in Ordnung ist. Allah hat dir verboten, irgendwelche Leute einfach zu beschimpfen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir verboten, irgendwelche Leute zu schlagen. Denn wenn wir diese Grenzen nicht kennen, dann subhanallah. Und so war es im Volke von Bani Israel. Es gab einen Mann, wie viele Menschen hat er getötet? Hä? Wie viele Menschen hat er getötet? 99, und zum Schluss waren es 100. Überlegt mal, die Gelehrten sagen, das Töten in dieser Zeit war normal. Jeder hat gemacht, was er will. Yani subhanallah. Stellt euch vor, jeder macht, was er will. Dann leben wir wie in einem Dschungel. Dann sind wir Tiere. Aber wenn wir Grenzen aufgezeigt bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wissen wir, woran wir uns halten müssen. Und wir wissen, dass dieses uns, wali Allah, nicht schaden wird, sondern vielmehr wird uns dieses nützen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er sperrt uns nicht ein, weil er uns bestrafen möchte. Allah azza wa jal, er sperrt uns nur aus einem einzigen Grund ein. Was haben wir gesagt? Damit er uns reinhält und uns schützt. Denn viele in dieser Gesellschaft wollen diese Reinheit nicht. Sie rufen dazu auf, dass Männer Intimität mit Männern haben. Ich hörte von einem Mädchen, die ist 11 oder 12 Jahre. Sie ist in der Klasse, ich weiß nicht, 11, 12 Jahre, in welcher Klasse ist man da? Sechste? Fünfte, okay, sechste Klasse. Sie saß einmal und sagt zu den Mitschülern, ich weiß nicht, welches Geschlecht ich habe. Ein Mädchen. Woher hat sie das? Das bringt man ihnen bei. Das bringt man ihnen bei. Man bringt ihnen bei, das Verdorbene zu machen. Was ist das divers? Subhanallah, es gibt männlich und weiblich. Warum diese Fitna? Warum tut man so etwas? Nicht, um die Leute beim Guten bleiben zu lassen, sondern vielmehr, um was? Unheil zu stiften. Und man erklärt den Kindern jetzt schon im Kindergarten. Eine Schwester hat mich mal einmal angeschrieben und mir gesagt, bitte kannst du dich einmal um dieses Programm im Kindergarten kümmern und die Leute anschreiben. Im Kindergarten wurde den Kindern beigebracht, dass das Geschlechtsteil nicht nur zum Urinieren da ist. Und mittlerweile hat man ihnen Toiletten in den Kindergarten geöffnet, die jetzt neutral sind, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Was versteht ein Vierjähriger
von Intimität. Was? Gar nichts. Aber was möchte man tun? Man will ihn schon darauf vorbereiten. Ja, ich barakallahu fikum. Ich meine, wir sind Araber. Mit 11, 12 Jahren habt ihr an Mädchen gedacht? Ja oder nein? Wir haben nicht an Mädchen gedacht. Wir waren weit weg von diesem Thema. Aber heutzutage siehst du eine 11- und eine 12-Jährige, Boyfriend und Girlfriend. Sagt man, MashaAllah, die beiden sind süß. Die beiden Kleinen sind süß. Ja, und wenn sie noch süßer werden, dann kommen noch mal zwei Kleine. Süß, sagen sie. Süß. Aber wenn ein muslimisches Mädchen mit 16 Jahren heiratet, was sagen sie? Hä? Was sagen sie? Das sind doch noch Kinder. Ach so. 11-, 12-Jährige, kein Problem, ja? Aber wenn eine 16-Jährige, die wirklich schon eigentlich eine erwachsene Person ist, dann sagt man, subhanallah, diese Sache passt nicht. Daher sollt ihr wissen, Allah wollte nichts mit diesen Regeln, außer dass er uns unsere Grenzen aufzeigt. Weil wenn wir diese Grenzen nicht bewahren, so werden wir außerhalb der Bahnen schwimmen und das ist für uns nur Verderben, liebe Geschwister. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب